Jetzt kommt ein großartiger Mann zu uns. Zeit für unsere Ehrengäste. Er hat, genauso wie wir, im Radio begonnen. Vor 30 Jahren hat er mal mehr aus seiner Karriere gemacht als wir, das muss man sagen. Deutlich mehr. Er hat der erfolgreichste Kinofilm Deutschlands geht auf seine Rechnung. Ja. Bully Parade sowieso eines der lustigsten Formate, die es jemals gab. Und jetzt mit LOL, Last One Laughing. Das Konzept ist äußerst erfolgreich auf Amazon Prime. Jetzt steht die 5. Staffel an. Wir freuen uns sehr auf den großartigen Bully Herbig, meine Damen und Herren. Lieber Bulli, nimm doch bitte Platz. Ah, schön. Schön, dass du da bist. Ja, endlich. Endlich hat's geklappt, ja. Endlich. Zweimal warst du verhindert, einmal wegen der Pandemie, dann Streik. Schön, dass du gekommen bist, obwohl du nicht ganz gesund bist. Na, ich bin gesund. Ich habe nur, ich möchte mich für meine angeschlagene Stimme entschuldigen. Das ist aber nicht ansteckend oder sowas. Ich hatte letzte Woche tatsächlich 3 Aufzeichnungen in einem klimatisierten Raum. War das schon LOL, was du aufgezeichnet hast? Nein, da haben wir es nicht so kalt. Nee, bei LOL sind wir schon durch. Das 5. Staffel startet am... Ich finde meine Stimme eigentlich ganz geil. Gell? Ja, ich finde auch. Hat so was also, raus. Ja, also, ja, ich höre das hier so. Ja. Ja. Ich bin froh. Soll ich es beibehalten? Ja, ich habe eine leichte Reaktion. Ich sag's dir nur. Ja, ich weiß. Soll ich nicht irritieren? Ja, ja. Darf ich was zu trinken haben? Zu dem Thema könnte man natürlich auch Last One Laughing machen, dann, wenn du das... aber nein, wir sind bei der 5. Staffel angekommen. 28. März. Ja, stilles Wasser, bitte. Ja. Wer ist dabei diesmal? Ist dabei Melton Kaptan zum Beispiel. Aha. Übrigens auch Gewinnerin des Silbernen Bärens. Na, auch? Ja. Schauspielerin? Ah, ja. Schauspielerin, ja. Ja, ja. Schauspielerin. Dann haben wir Thorsten Sträter, Gewinner Thorsten der ersten Sträter. Staffel. Großartig. Ja. Olaf Schubert. Der liebe Olaf. Das Wunder im Polunder. Ja. Ja. Dann haben wir hier Ralf Schmitz, Mirja Böß, Hazel Brugger. Ja. Ja, wie, naja, fast ja, immer. Es ist schon, die Creme de la Creme. Dann den Kessler und Elias Mbarek. Ja. Der ist aber kein Comedian, das ist Schauspieler. Ja, doch, der nimmt es auf mit Otto Walkes. Und darüber freue ich mich ganz besonders. Der große Otto ist ja, dabei. Oh, das geht nicht mehr ganz. So. Ja, das geht nicht mehr. Aber gab es eigentlich schon mal Absagen von Komikern, die du gerne dabei gehabt hättest? Mhm. Nein. Nee, jeder reißt sich rum. Nein, also es ist so, dass... es oft in dieser Liga, in der wir uns da bewegen, manchmal zeitliche Probleme dazwischen kommen. Naja, es sind aber nur 6 Stunden. Aber wir versuchen natürlich auch immer, das Ensemble so zusammenzustellen, dass man sich auch mag. Ja. Na, weil die sind ja da 6 Stunden aber gemeinsam. Ja, aber woher weiß man das vorher? Man muss so so ein bisschen Feingefühl. Also ein bisschen hinhören und man kriegt ja dann auch mit, wenn man den Leuten sagt, wer so dabei ist, dann kommt entweder sofort ein, oh geil, oder es ist so still am Telefon. Mario Barth? War Mario Barth schon mal eingeladen, weil du sagst, es soll Leute kommen, die wirklich sympathisch sind? Das habe ich nicht gesagt. Aber ist es nicht dann trotzdem, stelle ich mir jetzt mal vor, als Komiker, wenn du da bist, und das Ziel der anderen ist ja, dass sie nicht lachen über das, was du machst, raubt das nicht dann auch Selbstbewusstsein, wenn du versuchst, was Lustiges zu machen und keiner lacht? Also das hat viel mit Sympathie zu tun, das meinte ich gerade. Ja. Man geht natürlich auch lieber mit jemandem in einen Raum, den man humoristisch auch mag. Ja. Ja, also wenn da jetzt einer, also ich weiß nicht, ob ich mit euch 6 Stunden... Na was? Doch, ihr seid auch herzlich eingeladen. Hey, danke. Wir waren eingeladen. Moment, dann wart ihr das, die abgesagt haben? Ja, wir haben abgesagt. Ah, okay. Aber da wir so zu viel zu tun haben. Also euch könnte ich mich im Halloween-Special sehr gut vorstellen. Aber lass uns doch bei LOL bleiben. Was ich gelesen habe, das Original stammt ja aus Japan. Und als du das Original gesehen hast, warst du in Wahrheit verzweifelt. Du hast gesagt, das ist schrecklich. Das muss man, wenn man es macht, in Deutschland komplett adaptieren und anders machen. Also ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen kann. Was ich da gesehen habe, hat mich... gelinde gesagt, verstört. Ja, also die haben sich da, ich weiß nicht, was das... Also ich meine, es ist kulturell anders. Ja, ja, pass und, genau und, auf. Und wahrscheinlich finden die Japaner uns jetzt auch nicht so witzig. Nein. Aber, also, wenn da so 6 Leute in einem Raum sind und nach einer halben Stunde fällt dir nichts mehr ein und die fangen an, sich auszuziehen. Ja. Und hauen sich dann so, ich sag's jetzt einfach, wie es ist, so riesen Dildos auf den Kopf.
Und einer kommt so rein mit so einer Penisjacke. So, da dachte ich, als ich es gesehen habe, nein. Wieso? Nein, nein, das, lass uns, bitte, tu, mach das nicht. Ja. Ja? Aber die Idee, sechs Leute in den Raum zu packen und nicht lachen zu dürfen, das fand ich gut. Und die erste, die ich dann angerufen habe, war Anke Engelke. Ja, ja, na gut. Und weil ich so dachte, wenn wir uns verstehen, wenn sie mir vertraut, wenn wir uns gegenseitig vertrauen, dann kriegen wir da vielleicht ein Ensemble zusammen. Das ist aber auch das ganz Coole bei diesen Staffeln, dass ja immer Überraschungen passieren. Und ja, ich habe eine Ausgabe gesehen, wo Anke Engelke und Pasewka aufgetreten sind. Als Überraschung. Das war köstlich. Ja. Ich meine, das war dann für alle Beteiligten, die dort nicht lachen durften, extrem schwierig. Ich finde es sowieso schwierig. Also ich werde da zwischendurch auch mal gefragt, ob ich nicht reingehe. Ja. Das wird ein sehr kurzer Auftritt. Also ich habe den lachen müsstest? Ja, ich habe den besten Job des Lebens. Ich sitze da, habe ein Wasser vor mir und sitze in der ersten Reihe und gucke da die A-Liga der Unterhaltungsbranche. Also das ist schon toll, muss ich sagen. Du, Schuh des Manitou. Gibt es jetzt eine, wird wieder gemacht, eine neue, eine neue? Es wird ein neuer Film gemacht. Wieder falsch. Mein Gott, Zum zweiten Mal falsch. Schrei mir nichts an. Ist das ein Gerücht oder stimmt es wirklich, dass es sozusagen ein Nachfolgefilm vom Schuh des Manitou, nämlich das Kanu des Manitou kommt, also, ja oder nein? Man spricht von einer Fortsetzung. Ja. Also Fortsetzung. Ja. Das war das Wort. Fortsetzung. Einen Kanu des Manitou. Einen zweiten Teil. Wie war das aber, als du den Titel Sequel. Für dich... Sequel. Na, das geht nicht, in Österreich Sequel. Aber. Der Fortsetzung. Schuh des Manitou. Ja. Moment, war natürlich ein Kind der Zeit. Die Zeit hat sich verändert. Ja. Wirst du, wird Winnetou Tuntik sprechen zum Beispiel können oder muss man das irgendwie adaptieren, also bei uns, weil die Diskussionen heutzutage anders sind? Also Leute empfindlicher. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber Winnetou kommt bei uns nicht vor. Nein, du weißt nicht mehr, ja. Also, geht es humortechnisch so wie damals oder muss man jetzt quasi anders arbeiten? Ist es schon fertig geschrieben eigentlich? Ja. Das Drehbuch ist, wir standen alle ganz aufgeregt am Drucker. Und dann kam das Buch raus und wir haben gesagt, geil, es ist eine Komödie. Ja, so. Und dann haben wir uns das durchgelesen und haben gesagt, das drehen wir ab August. Nächstes Jahr, schon mal merken, 14. August ist, glaube ich, Kinostart nächstes Jahr. Okay. Die Humortemperatur, um diese Frage zu beantworten, wird die gleiche sein. Und natürlich hat sich in den 20 Jahren was verändert. Aber ich glaube, ich komme einfach nächstes Jahr zur Premiere nach Wien. Und dann reden wir drüber, wenn wir alle den Film gesehen haben. Ja, sehr gut. Ja? Ist zu früh. Jawohl. Aber wir wollten schon mal anteasern. Schon machen wir das. War es nicht so, dass nach diesem Riesenerfolg Helmut Dietl zu dir gesagt hat, so, und jetzt wird alles anders, weil jetzt musst du mit Erfolg umgehen, mit so einem großen Erfolg. War das so? Hat er nicht gemacht? Ich habe den Helmut Dietl, den ich sehr verehrt habe. Ich habe damals nach dem Schuh des Manitou habe ich ihn auch kennengelernt und ich habe mitbekommen, dass er einen Film plant und dann habe ich mich da selber beworben. Ich habe gesagt, Helmut, also wenn du da irgendjemanden brauchst, der mal durchs Bild läuft, ich würde es machen, ich möchte einmal am Set von Helmut Dietl sein. So, und dann haben wir uns zum Essen getroffen und er hat das mit dem Schuh des Manitou auch mitbekommen und meinte dann nur ganz trocken zu mir, ja, Bulli, jetzt hast du deinen Erfolg, jetzt musst du damit leben. Ja. Und ich dachte erst, es wäre ein Scherz oder ein Gag oder so, aber ich habe jetzt Jahre später durchaus verstanden, wie er das meint. Also das hat ja so zwei Seiten, dieser Erfolg. Auf der einen Seite ist es ein wahnsinniges Geschenk und auch heute noch läuft der Film ja im Weihnachtsprogramm oder an Silvester, gleich nach Sisi, läuft es im Fernsehen. Ja, also da muss er erst mal hinkommen und ich glaube, wir sind jetzt schon bei der dritten Generation, die sozusagen 7-, 8-, 9-Jährige diesen Film für sich entdecken. Das ist schön. Ja, aber er hat natürlich recht, so eine hundertprozentige Erkennungsquote, die du jetzt hast, ist natürlich Fluch und Segen zugleich, oder? Also so wie Gottschalk gesagt hat, die Tatsache, dass ein Hubschrauber über seinem Anwesen in Malibu kreist... Ist so weit ist bei mir noch nicht. Ja, aber es ist schade eigentlich. Du bist natürlich einer, der am Boden geblieben ist und der sein Publikum liebt, aber natürlich kannst du einem auf die Nerven gehen in Wien, kannst du wahrscheinlich nicht zum Würstelstand gehen, ohne dass dir die Kappe vom Kopf geworfen wird. Ich finde es sehr lustig, wie Leute teilweise reagieren, also was sie sagen. Also sie begegnen mir immer mit einem Lächeln. Also ich sage jetzt mal so, ich bin mal im Flieger gestiegen, und dann steht da der Pörser und normalerweise sagen die, herzlich willkommen an Bord, kommen Sie rein, oder? Der guckt mich an, sagt nicht Hallo, guten Tag, der sagt einfach nur, meine Freunde sagen, ich spreche wie Sie, stimmt das?
Und ja. Also, und ich finde... Ja, das ist der Vorteil, dass du mit positiven... Es gibt positive Assoziationen, wenn man dich sieht. Also ich gibt Schlimmeres, finde ich. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ich wollte noch mal zur Titelfrage kommen. Kanu, man muss natürlich ein Wort suchen, sich auf Manitou reimt. Ein bisschen, vielleicht auch der Kafka des Manitou. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen jetzt hier. So. Ja. Das fand ich auch sehr toll. Ja, das Kanu des Manitou. Ja, richtig, ja. Waren da noch andere Varianten im Spiel? Es gibt ja nicht so viel, was sich auf Manitou reimt. Ne? Das muss ja auch Sinn machen, inhaltlich. Also ja. Ist ja nicht nur... Nein, aber man könnte... Man hinschreiben können. Ja, aber gut, sehen, was in einer Comedy muss nicht also so wahnsinnig Sinn machen. Also die Kuh des Manitou wäre vielleicht... Manitou. Ja, oder das Barbecue des Manitou. Oh, das wird da nicht drauf? Ja. Das Barbecue des Manitou. Oder das... Aber ich wittere Merchandise. Du hast aber abseits der Komödien auch viel Ernsthaftes gedreht. War das die Sehnsucht des Komikers, auch ernst genommen zu werden? Also das sich fernhalten von Gags und Humor, war das wichtig? Otto hat das zum Beispiel nie gemacht. Otto war immer Comedian und hätte nie einen ernsthaften Film gemacht. Bei dir schon. Aber die Fans, sind dir die Fans gefolgt? Ich habe so ein bisschen den Wunsch, dass wenn man so irgendwann mal, na, so mit... vielleicht mit 90 auf einer Parkbank sitzt und so überlegt, was man so gemacht hat, dann fände ich schön, wenn so das Portfolio alle möglichen Dinge so bedient hat. Ne? Also wenn für jeden sowas dabei ist. Also ja. Ich finde es toll, wenn Leute sagen, ja, ich fand die Komödien vom Bully jetzt so lala, konnte ich nichts mit anfangen, aber als ich Ballon gesehen habe, hat mich das berührt. Es geht um diese zwei Familien, die damals aus der ehemaligen DDR mit einem Heißluftballon in den Westen geflohen sind. Mhm. Ich habe das selber mitbekommen, da war ich 12. Habe das in den Nachrichten damals verfolgt. Gab dann schon mal eine Verfilmung in den 80ern, Ende der 70er. Ja. Und den Film noch mal aus deutscher Sicht zu erzählen, weil die erste Verfilmung war eine US-Produktion von Disney. Ja. Ich dachte, das könnte man ein bisschen besser machen. Und? Finde ich besser geworden. So. Apropos Amerika, du warst damals bei George Lucas eingeladen zum Essen. Ja. Weil der gesehen hat, dass dein Film erfolgreicher war als seiner. Ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber ich war gerade in San Francisco und dann wurde ich gefragt, ob ich mir die Skywalker Ranch mal anschauen möchte. So, und das ist ja das Riesenhektar-Gelände von George Lucas. Und dann sage ich, ja klar, gerne, jederzeit. Also Industrial Light and Magic ist dort, die Skywalker Sounds sind dort und so. Mhm. Und dann kam ein Fax, damals gab es noch Faxe, stand drauf, okay, George is very excited. Und habe ich angerufen und gesagt, welcher George? So. Und dann, ja, George Lucas. Und dann durfte ich mir das da alles so angucken. Ja. Und dann, am Ende saß ich dann bei ihm im Büro. Und ich habe, glaube ich, so 10 Minuten gebraucht. Ich hatte so einen Fanboy-Moment, ne? weil ich eben auch damals bei 77, beim ersten Star Wars-Film im Kino saß. Und als dieses Raumschiff da... über die Kamera geflogen. Ich meine, heute ist man so satt, heute hat man das alles schon gesehen. Ja. Aber es war damals so groß und heute so neu. Heute kannst du selber machen, KI, kein Problem. Ja, aber damals war das so, wow, das will ich auch. So, und dann sitze ich da, ich glaube, ich habe den einfach nur... Oh, Entschuldigung. Ich habe den, glaube ich, nur... Keiner muss sich für seine Blähungen hier genieren. Also, was hast du denn jetzt? Dann habe ich ihn so 10 Minuten so angeguckt, glaube ich, so ein bisschen verliebt. So. Ja. Aber, und das war meine Begegnung mit George Lucas. Bully, du bist ja ein multitalentierter Mann. Du hast auch das Auto, du bist einer der bestaussehenden Komiker Deutschlands. Ja, stimmt. Du hast es selbst gepostet. Ich bin selbst wirklich geschmolzen, als ich dieses Foto von dir gesehen habe. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Schauen Sie sich das an. Oh. No. Ich meine, das hat was von James Dean. Wann hast du das Foto gemacht? Vor 1-2 Jahren, oder? Das ist wirklich toll. Ich war vor einer Woche. Aber warst du nicht... Du wolltest damals Model werden. Nein. Ich habe gelesen, du wolltest Model werden. Ach so, Dann haben die Fotografen gesagt, deine Zähne sind falsch. Ich war, wie immer ich war, falsch. Nein, ich war, da war ich 17. Ja. Ja. Und ich habe Jobs gesucht. Ja. Also... Und dann habe ich so eine Anzeige gelesen, so, es werden junge, freche Gesichter gesucht. So, und dann dachte ich, da gehe ich mal hin. So, ja. Und dann hat die mich so fotografiert und dann hat diese Kassierin, die hatte so einen leicht osteuropäischen Akzent und meinte so, ah, hübscher junger Mann, aber Zicke-Zacke-Zähne. So, weil ich hatte damals so schiefe Zähne. Zicke-Zacke-Zähne. Das war ein guter Filmtitel. Und dann bin ich nach Hause und habe damals noch zu meiner Mutter gesagt, mit 19, so, jetzt lasse ich mir noch eine Zahnspange machen. Ja. Habe ich dann auch gemacht.
Und das war vielleicht der Schlüssel zum Erfolg. Ja, jetzt bitte. Wahnsinnig tolle Szene. Ja, ja, ja. Ma. Ja.